Liebe Landsleute, liebe Gäste, wir feiern heute zum dritten Mal ein Totengedenken für all unsere lieben Verstorbenen in der alten, wie auch schon in der neuen Heimat. Wir gedenken jedoch auch den Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege, der Russland-Verstorbenen sowie den Verstorbenen in der Baragan-Steppe. Wie Sie sehen, haben wir dieses Jahr nicht nur vier Kreuze wie die beiden vorhergehenden Jahre, sondern gleich sechs. Diese beiden zusätzlichen Kreuze haben aber ihre Bedeutung, wie Sie später sehen werden. Wir, die Überlebenden und unsere nachkriegsgeborenen Kinder und Enkel, sind nun Zeugen großer geschichtlicher Wandlungen unseres Volksstammes. Es ist nun soweit. Das Ende, der Untergang des deutschen Banats ist gekommen. Was übrig blieb, sind die Betonplatten auf den Friedhöfen, welche die Gräber unserer Angehörigen und unserer Vorfahren bedecken. Einige Dutzend Menschen, die Jahr für Jahr zu Allerheiligen versuchen, die Friedhöfe ein wenig in Ordnung zu bringen. Sie verbringen ihre Tage in verwandelter, fremder Umgebung und ertragen ihr Los mit Geduld und Demut, mit der einzigen Hoffnung, die ihnen verblieben ist, indem sie ihre Blicke nach Sonnenuntergang nach uns richten. Wir dürfen sie nicht vergessen. Jetzt, wo sich ein Jahr wieder langsam seinem Ende nähert, wenn die Tage kürzer werden, begehen wir nach althergebrauchtem Glauben das Fest aller Heiligen und aller Seelen. Für diese Tage, wo wir all unsere Toten gedenken, haben wir jedes Jahr schon Tage zuvor die durch den ganzen Sommer liebevoll gepflegten Blumen ausgesucht, um damit die Gräber unserer lieben Toten zu schmücken. Heute sieht es natürlich anders aus. Doch wir haben und werden unsere Toten nicht vergessen.